Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so ein kleines Opening-Video präsentieren. Wir wollen mal wieder den Great Vault öffnen. Und da war ich wieder so halbwegs fleißig. Ich habe letzte Woche ein paar Mythic Plus Keys gemacht. Mittlerweile sieht schon ein Ticken besser mit dem Score aus. Ich laufe halt immer nur meine 4 Keys, ne? Also langsam ernährt sich das Eichhörnchen, ist da meine Devise. Und ja, wir hatten auch ein bisschen Glück gehabt, denn ich hatte ja das letzte Mal hier mit dieser Low-Hose gespielt. Oh, habe ich die jetzt schon weggeahnt? Ah, nee, auf die Bank gepackt mit der LFR-Hose, weil ich nur so mit meinen Vierer-Set-Bonus quasi halten konnte. Und jetzt konnte ich die Hose wieder anziehen, denn ich habe im M-Plus ein Handschuh oder Handschuhe an sich bekommen. Die konnte ich mit den Punkten upgraden, habe da jetzt quasi 272. Und habe die im Katalysator auch schon umgewandelt, um dementsprechend hier den Z-Bonus zu haben. Dementsprechend konnte ich dann den Rücken wieder anziehen, wovor mein Legendary war, und das Legendary hier wieder hinsetzen. Und ja, das hat mich im Item-Level recht gut gepusht. Was ich jetzt als nächstes noch brauchen würde, ist tatsächlich das Kopfteil. Also wenn es hier drin wäre auf 278, wäre ich recht froh. Oder was auch recht nice wären, wären Schuhe, ne? Wenn der Kopf nicht drin ist, ist es nicht so schlimm. Ich habe einen Kopf schon gekriegt, 262, sogar mit Sockel. Den könnte ich jetzt die Woche über den Katalysator wieder umwandeln und dann dementsprechend auch mit den Punkten den upgraden, ne? Also dann hätten wir an den Set-Teilen zumindest überall 272 aufwärts. Ja, also Schuhe wären jetzt auch nicht schlimm, wenn drin wäre. Dann könnte ich das den Kopf upgraden. Mal gucken, aber wahrscheinlich kriege ich irgendeinen anderen Klump. Schauen wir mal, was wir rauskriegen. Warte, was habe ich denn überhaupt eingestellt? Wächter. Ja, das passt. Und, was ist drin? Kopf, Kopf, Kopf. Wir haben eine Brust drin. Die brauche ich überhaupt nicht. Und wir haben einen Ring drin, den brauche ich auch nicht überhaupt nicht. So, jetzt bin ich am Überlegen. Eigentlich kann ich die Punkte nehmen, ne? Oder kann ich das noch irgendwo brauchen? Denn eigentlich einen Ring an? Ich habe zwei 78er Ringe an. Beide mit Versa drauf. Nee, das macht. Also der Ring macht gar keinen Sinn und die Brust macht auch überhaupt keinen Sinn. Ja, nee. Komm, wir nehmen die Punkte hier das erste Mal. Jetzt bin ich gerade im Überlegen, was kriege ich in 18er Key? Na gut, der bringt mir ehrlich gesagt nicht viel. Jetzt bin ich am Überlegen. Kann ich mir da direkt einen Sockel kaufen oder brauche ich da mehr? Ich glaube, du brauchst das 6 Dinger, ne? Ich habe da bis jetzt noch nicht nachgeguckt, das ist jetzt seht ihr, das ist das erste Mal, dass ich da einmal switche. Da kriegt man Reichtümer, also Gold brauche ich eigentlich keins, da habe ich genug von. Okay, ich werde wahrscheinlich so einen Sockel nehmen. Das kann man benutzen auf dem Helm, Hals, Armschienen, Gürtel und Ringen. Gut, ich würde es eigentlich tatsächlich nur auf Items mit idealen Stats benutzen. Wahrscheinlich auf den Ringen, ne? Hier, der ist eigentlich gut. Tempo Versa mit maximalem Item-Level. Ich glaube, die Handgelenke sind auch ganz gut, aber die sind halt noch nicht Max-Gear. Ja, muss ich mal gucken, aber da fehlen ja leider eh noch zwei, ne? Der hätte... für das wird es tatsächlich Sinn machen, wenn wir ehrlich sind, dass ich 3 Slots ausfülle, ne? Dass ich 8 Keys laufe. Naja, gut. Muss ich mir nur überlegen. Sudala, dann würde ich sagen, laufe ich ein paar Keys und hoffe, dass ich Glück habe, um dementsprechend vielleicht noch bessere Schuhe oder sowas zu kriegen. Ne? Mal schauen. Juti, das war's mit dem kleinen Opening. Vielleicht habt ihr ja mehr Glück gehabt. Ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht mad, weil es das erste Mal ist in der Season, dass ich was rauskriege, was ich nicht wirklich verwenden kann. Also da habe ich schon Glück gehabt. Ne? So realistisch muss es sein. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so bekommen habt. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.